Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 21, der Dennis spielt das. Wir stehen heute hier in Frankfurt am Main und ja, wir sollen. Ja, ich lese erstmal vor. Ihr Dienst beginnt. So, Lok ist aufgerüstet. Handytasche ist hier, okay. So, dann kann ich mich abfahrtbereit melden. Fahrdienst Frankfurt, HWS, Namen. Grüß dich, Flo hier. Ich stehe auf Gleis 373 in Frankfurt, Gutleuthof. Der 377 ist fertig für den Bahnsteig. Einmal für den 377 zum Frankfurt HWS. Richtig. Kannst gleich sofort los, gebe dir zwei Helle als Rangierfahrt bis zum nächsten Hauptsignal. Musst dich aber danach noch etwas gedulden, hab noch einen Kollegen vor dir. Alles klar, weiter als Rangierfahrt bis zum Hauptsignal. Richtig. Dir noch einen ruhigen Dienst. Tschüss. Dir auch. Tschö. Ja, ihr habt's gehört. Wir sollen zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren. Und wie ihr da vielleicht auch lesen könnt, kommt das Ganze aus dem Hause Fair System Sound Design. Insgesamt gibt es davon zwei Teile. Und ja, wir fahren heute den ersten Teil von Frankfurt nach Mannheim. Und ja. Ich lese mal vor, Ihr Dienst beginnt heute auf Gleis 373 in Frank-Gutleuthof. Nach der Freigabe durch den Fahrdienstleiter weiter als Rangierfahrt mit 25 km/h bis zum nächsten Hauptsignal. Die Tab-Taste bitte nicht benutzen und Abfahrt zum Frankfurt am Main Hauptbahnhof um 20.40 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Ja, und damit werde ich das Ganze mal starten, würde ich sagen. Wenn wir noch ein wenig unseren Zug aufrüsten. So, das ist das Makrofon, das ist das, genau. Dann müssen wir noch, ui, das war zu weit, die Federspeichenbremse lösen. So, AFB wäre vielleicht von Vorteil. AFB. So, 40 bzw. 25. AFB. Gar nicht so einfach. 15 20, nee, 10 20, so. Wir sollen um 20.40 Uhr abfahren, dann werden wir uns da natürlich dran halten. So, ich werde noch ein paar Daten zu dem Szenario sagen. Insgesamt kann man dieses Szenario mit 4 Zügen fahren. Und zwar mit dem ICE 2 aus dem Hause 3D-Zug, mit dem ICE 3 aus dem Hause DTG und mit dem ICE 4, so wie ich es jetzt gerade tue, und mit der VR BR 101 aus dem Hause Virtual Railroads und dem dazugehörigen ICE-Wagenpack. Insgesamt gibt es hier von zwei Teile und ja, der zweite Teil findet dann in Mannheim statt. Und wie gesagt, wir befinden uns hier gerade im ersten Teil und ist bei Fair System Sound Design zu finden. Dieses Szenario ist dort käuflich zu erwerben. Und ja. So. Dann
Können wir losfahren. Führerraum besetzt. Und das Szenario nennt sich, wie es hier auch da steht, ICE 377 nach Basel. Es gibt das als Bündelpack, es gibt die als einzelnen Packs, also als Teil 1 und Teil 2 jeweils zu kaufen. Und es gibt auch das sogenannte Pluspack zu kaufen. Das ist praktisch eine Erweiterung des ganzen, des eigentlichen Pakets. Und ja, wie ich finde, zu einem sehr günstigen Preis, weil man muss ja auch mal bedenken, was für eine Arbeit dahinter steckt, die ganzen Stimmen einzusprechen. Sagen. Aufschalten könnten wir. Der Boden ist gerade ein zwei. Im Hause 3D-Zug. Wo übrigens ja auch dieser Zug herkommt. Dieser ICE 4 kommt ja auch von 3D-Zug. Ein sehr schöner Zug, wie ich finde. Also voll begehbar. Also wunderschön. Und auch dieses Szenario finde ich sehr schön. So wie alle Szenarien von Fair-System. Gefällt mir sehr gut. So, da haben wir noch zwei helle. Und das nächste Hauptsignal ist rot. Da kommt uns noch ein IC1 entgegen. So, dann müsste gleich das Hauptsignal kommen.
Das ist noch das Zwergsignal. Weil wir hätten glatt von einem C1 geholt. Kann ich glaube ich schwimmen. So, die Tab-Taste sollen wir ja nicht benutzen. Das heißt, wir werden da gleich anhalten. Auf Freigabe durch den Fahrdienstleiter warten. So, wenn das Ganze mal abspeichern. So, und als nächstes dürfen wir dann 40 fahren. Das war jetzt nur bis zum Hauptsignal. So, Herr Dier, Fahrdienstleiter, dann schalten Sie doch mal auf Grün, beziehungsweise auf Weiterfahrt. Ja, also geht doch. Perfektes Timing, würde ich sagen.
Oh, da steht noch eine schöne Diesellok. Sehr, sehr schön. Ach, herrlich, diese weichen Geräusche. Einfach nur herrlich. So, dann werden wir hier schön sanft in den Bahnhof einfahren. Dort drüben links steht noch ein schöner RE. Bespannt mit Dostus. Und dort rechts steht ein schöner IC1. Steuerwagen voraus. So, dann müssen wir mal ein bisschen bremsen hier. Türen auf. So. Damit in den nächsten Führerstand, beziehungsweise in den anderen Führerstand. So. Haben wir. Führerraum besetzt. Zack. Hab was vergessen. AFB. So. So, dann sollten wir eigentlich wieder abfahrbereit sein. Spitzenlicht ist auch gesetzt, wunderbar. Ah, wir haben sogar eine weibliche Triebfahrzeugführerin, wie ihr da seht. Ja. So, wir werden uns hier mal wirklich umsehen. Also dieses Gepiepe, wenn die Türen auf sind, ja, das sollte man vielleicht noch ändern beim Hause 3D-Zug. Das ist nämlich beim echten IC4 auch, aber das geht nach einer ganz kurzen Zeit auch wieder weg. Also das ist praktisch nur so lange, wie sich die Türen öffnen. Und dann ist das nicht mehr. Und hier ist es ja die ganze Zeit. So. Eine 145 schiebt die Dostus an. Ja, sehr schön. Hier steht noch ein schöner IC1. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Auch eine nette Werbung, muss ich echt sagen. Hier steht noch ein schöner IC3. IC3. Da auch. Und hier der schöne ICE2.
Gleis 11. Was ist das hier? Ja, der Frankfurter Hauptbahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, beachten Sie bitte folgende Durchsage. Herr Anton Berger, bitte kommen Sie im Wagen 5 ins Diensthotel. Wir haben eine persönliche Nachricht für Sie. Ich wiederhole, Herr Anton Berger, bitte kommen Sie in Wagen 5 ins Diensthotel. Wir haben eine persönliche Nachricht für Sie. Vielen Dank. Ja, dann sollte sich der gute Herr mal beeilen und in Wagen 5 ins Dienstabteil huschen. Ja, die haben alle die gleichen Ziele. Ja. So, jetzt geht's endlich los. Gleis 18 ist unser Zug. Und in gut zweieinhalb Minuten geht's auch bei uns los. Werden wir noch schnell was zu essen holen hier. Nervennahrung. So. Geld rein. Zahl drücken. Was nehmen wir denn? Ich hab Bock auf den Mars. Was ist hier? Mars, Himmel oder Bounty? Immer an Bord. So. Dann kann es ja auch wirklich losgehen. Na, ob das soweit stimmt? Das Bordbistro. Ja, doch. Schön Spaghetti. Lecker. So, dann stellen wir uns mal hier vorne hin. Ich sage, wir machen noch ein schönes Thumbnail. Beziehungsweise, boah, das war zu viel. Schön mit dem ICE3 im Hintergrund, wunderschön. So, 20 Sekunden noch. So, da sitzt der Fahrdienstleiter drin, unter anderem, in diesem schönen Gebäude. Puh.
Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Gleich 5 vor 9. Perfekt. Also hier sitzt der gute Mann drin. Da oben. So, wir sollten aber auch langsam mal Abfahrt haben hier. Um 9:30 sollen wir in Mannheim ankommen. Kurz 9:30. Ja, schon eine Minute Verspätung. Geht doch. So, auf wie geht's? Was ist jetzt wieder? Gesundheit. Und genau in so einem Zug saß ich am vergangenen Samstag auf dem Weg von Essen nach Köln, von Köln nach Essen. Ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Fahrerlebnis. Sehr bequem, Beinfreiheit ohne Ende. Und ja, ein für mich sehr schöner Zug, den die Deutsche Bahn da auf die Schiene gestellt hat. Ich muss sagen, es war mein erstes Mal, dass ich mit dem ICE 4 gefahren bin. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, als der dann im Essener Hauptbahnhof einfuhr und ich wusste, ja, ich darf damit fahren. Das war schon ein sehr, sehr geiles Gefühl, muss ich wirklich sagen. Also ich hoffe, ich habe da noch mal öfter die Gelegenheit zu und ja, ich werde noch öfter zu Bahnhöfen fahren, zu größeren Bahnhöfen, wo ich spotten werde und natürlich werde ich das mit der Bahn verbinden, mit Bahnfahren verbinden, weil kostengünstiger und vor allem umweltfreundlicher kommt man ja gar nicht voran, sage ich jetzt einfach mal so. So, dann dürfen wir gleich auf 60 beschleunigen. Jetzt genau noch 77 Kilometer vor uns. Aber ich denke, mit einem ICE ist das nicht ganz so tragisch. So, dann wollen wir mal ein wenig aufschalten. 50. Ah, das dürfte 60 sein. Ist nicht so ganz einfach hier mit der Anzeige. Aber ich denke, das haut hin. Klopft mal ein bisschen weiter hier. So. Oder? Könnte das zu viel sein? Das könnte zu viel sein. Das könnte doch glatt zu viel sein. Guten Abend, sehr geehrte Fahrgäste. Im Namen des DIN und des DB Fernverkehr begrüße ich Sie recht herzlich im Intercity Express 377 auf der Fahrt von Frankfurt am Main Hauptbahnhof nach Basel SBB. Mit Halt in Mannheim Hauptbahnhof, Karlsruhe Hauptbahnhof und Freiburg im Breisgau Hauptbahnhof.
Mein Name ist Andreas Schmitz, ich bin Ihr Kundenbetreuer und stehe für weitere Fragen und Wünsche mit meinem Team gerne zur Verfügung. Ich möchte Sie noch auf unseren Service in diesem Zug hinweisen. In der Mitte des Zuges in Wagen 5 befindet sich das Bordbistro, wo Sie die Mitarbeiterin recht herzlich erwartet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, sich kostenlos mit dem WLAN, mit Ihrem Smartphone, Laptop oder Tablet zu verbinden. Sehr geehrte Fahrgäste, unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist gegen 21.28 Uhr Mannheim Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board ICE 377 to Basel SBB via Mannheim Main Station, Karlsruhe Main Station und Freiburg Main Station. We wish you a pleasant journey. Ja, das kann man nur so stehen lassen natürlich. Wie ihr hört, auch diese Ansage des Zugchefs, alles wunderbar detailreich eingesprochen, was da eine Arbeit hin versteckt, und dann solch günstige Preise bei Faresystem, kann ich nur sagen, wunderschön, wunderbar. Die machen einfach meiner Meinung nach eine der realistischen Szenarios, die es gibt, sei es vom Ablauf her, sei es vom Szenario her selber, von den Bahnhöfen her, von den KI-Verkehr und natürlich ganz klar von den Einsprachen her. Also fangen wir an bei an den Bahnhöfen. Die Ansagen dort ist einfach genau so, wie es ist, wie es wirklich ist. Und dann über die Ansage vom Zugchef, dann die Gespräche vom FDL und TFZ, also ist einfach alles eine runde Sache, ist super real und Faresystem Sound Design gibt sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe und ja, kann man nur den Hut vorziehen und machen wirklich sehr schöne Szenarien und gefällt mir sehr gut. Also ich kaufe da sehr gerne ein und ja, präsentiere es euch dann natürlich auch sehr gerne. Weil ich finde, damit kann man nichts verkehrt machen und die Preise sind da wirklich angemessen für die Arbeit, die da auch hintersteckt. Das kann man gar nicht oft genug sagen. So, wir dürfen auf 90 beschleunigen, beziehungsweise aufschalten. Lass uns erstmal so stehen, gucken, was uns das jetzt beschert. Ich denke, das könnte noch ein wenig mehr sein. Ich glaube, das wären 80. Ja, dann machen wir noch ein wenig höher. So, jetzt dürfte es passen. Wobei ich glaube ich gleich schon wieder 50 runter darf oder muss. Ja, 60, 50, irgendwas in der Ecke. Kann man es nicht genau erkennen. Aber ich bin die Strecke schon öfter gefahren und ja, da kommt dann immer zwischendurch nach 50. Ah, eine S25. Beziehungsweise eine BR425, so. So heißt es richtig. So, dann nochmal ein bisschen abschalten. Auf 50. Was habe ich gesagt? Gerade noch rechtzeitig. Aber so gerade. In der letzten Sekunde auf 50 gekommen. Service hinweisen. Im Wagen 5 im Bordbistro haben Sie die Möglichkeit, eine deftige ungarische Gulaschsuppe mit einem Heißgetränk oder ein alkoholfreies
Kaltgetränk Ihrer Wahl zum Preis von 8,78 Euro zu verzehren. Die Mitarbeiterin im Bordbistro freut sich auf Ihren Besuch. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ich selbst habe mich auch dort Samstag ins Bordbistro begeben und habe mir da ein schönes Brötchen geholt, ein schönes Baguette mit einem Kaffee. Und ja, kann man einfach nur sagen, dass das da wirklich sehr, sehr lecker schmeckt. So, wir dürfen jetzt mal ein wenig aufschalten. Das heißt, AFB auf 120. Hey, das ist zu viel. So, das dürfte passen. So, dann dürfen wir auch schon weiter auf 160. Das dürfte passen. Geht, glaube ich, immer im 10er Schritten. 150, 60, 70, 80, 90, 200, ja, dann passt es. 60, 70, 80, 90, 200, ja. Dann passt es. So, ein bisschen Butter bei den Fischer hier. Boah, bleiben wir im grünen Bereich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, je realistischer ein Szenario ist, desto mehr gefällt es mir. Also, ein Fair-System kommt da schon sehr, 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 sehr nah dran, wenn es nicht schon. Ja, das ist für mich das Realste, was überhaupt geht. Also. Also, man fühlt sich an den Bahnhöfen wirklich, sei man da, sei man am echten Bahnhof. Das muss man einfach so sagen. Dazu diese realistischen Züge von 3D-Zug und Virtual Railroads in diesem Zusammenspiel, das ist einfach nur geil. Also, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. So, dann 200. Eine Höchstgeschwindigkeit hat dieser Zug von, wie steht's, Vmax 250 km/h. Das ist doch wirklich, das stimmt wirklich. Ich habe das neulich nachgelesen. Also, der schnellste ist der ICE 4 nicht. Da gehen die anderen Generationen davor doch einiges schneller. Angefangen beim 1er, beim 2er von über 300. Und ja, da ist der mit seinen 250 noch relativ langsam, aber es geht ja auch nicht immer nur um die Geschwindigkeit, sondern um den Komfort und um die Haltbarkeit und ja, um die Technik. Die muss ja auch eine Rolle spielen und ich muss ganz ehrlich sagen, der Einstieg auch sehr barrierefrei. Zum Beispiel im Essener Bahnhof, man hat überhaupt keine Stufe. Man kann da schön glatt, langsam, ebenerdig reinlaufen in den Zug. Wunderbar, also keine Probleme. So,
Jetzt müssen wir mal kurz abbremsen auf 160. Und wir werden das natürlich tun. C2. So, wieder auf jetzt, auf 200. So, um euch das mal zu präsentieren hier, weil ich ja sagte, voll begehbar. Das ist Tatsache so. Also, man kann hier voll durch den Zug gehen. Hier ist das Fahrradabteil, wie man unschwer erkennen kann. Hier befindet man sich im Türbereich, wo man sich tunlichst nicht aufhalten sollte als Fahrgast. Ich glaube, hierzu brauche ich nicht viel mehr sagen. Ich glaube, das ist jedem klar, was sich dahinter befindet. Und ja, so ist es dann halt, ne? Also besser geht's eigentlich nicht. Bin gespannt, was da noch kommt. An Zugverbände, an E-Loks, an Wagenpacks, an Triebwagen. Also es ist ja, den Grenzen sind da keine, für den Vorstellungen sind da keine Grenzen gesetzt, so wollte ich sagen. Natürlich ordentlich KI-Verkehr hier. Das muss man auch sagen. AdFS ist nämlich auch wirklich Mühe gegeben, hier so viel KI-Verkehr einzubauen. Also muss man wirklich sagen. Und dann auch noch bunt gemischt. Güterzüge, Fernverkehr, Regionalverkehr. Also vom Feinsten. Das ist rundum vom Feinsten. Muss man wirklich sagen. Also Fährsystem ist schon wirklich, ja, eine sehr gute Marke oder eine sehr gute
Vertriebsfirma für solche Szenarien, muss man wirklich sagen. So, dann haben wir auch schon bald nur noch 40 Kilometer. So schnell geht das. Ah, wenn man 200 km/h fährt, dann sind 70 Kilometer natürlich nichts. Als wenn man da jetzt mit einem Regionalexpress fährt oder gar mit einer Regionalbahn, wo man am jeden Bahnhof anhält. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre gerne Fernverkehr. Also man fährt schön bequem durch in einer Geschwindigkeit nach Möglichkeit und ja. Ich glaube, das ist das als Triebfahrzeugführer oder als Lokführer auch sehr angenehm, wenn man da praktisch mit LCB sich praktisch treiben lässt. So mit 160 bis 200 oder gar schneller auf Schnellverstrecken. Ich denke, das ist sehr angenehm. Könnte ich mir sehr chillig vorstellen. Wobei man natürlich da auch immer bei solchen Geschwindigkeiten immer aufpassen muss, wie ein Lux. Es gibt da ja immer die kuriosesten Ereignisse, die dann teilweise auch tödlich enden für den einen oder anderen. Und ja, also es ist beileibe kein ich lehne mich nach hinten Job. Also man muss hier höllisch aufpassen als Triebfahrzeugführer. Es gibt Selbstmörder, es gibt ausgefallene Signale, es gibt falsch gestellte Signale, es gibt Fahrdienstleiter, die schlafen. Es sind genug Sachen in der Vergangenheit passiert und von daher ist mit Sicherheit. Es ist mit Sicherheit kein ich lehne mich zurück Job. Also das auf keinen Fall. So, und es wird auch langsam dunkel, wie man uns schwer erkennen kann. Und das macht die Sache dann wiederum sehr schwierig für manch einen. Weil dann natürlich das Erkennen von irgendwelchen Personen auf der Strecke, auf den Gleisen, um ein Vielfaches abnimmt. Das ist ja so schon schwer genug. Und bis da mal so ein Zug aus dieser Geschwindigkeit zum Stehen kommt, muss ich nichts zu sagen. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Es ist kein Auto, dass man dann einfach auf Vollbremsung mal das Pedal durchdrückt und das steht. Sondern hier sind ist das eine Masse, die gebremst werden muss aus einer Geschwindigkeit, die utopisch ist, die man mit dem Auto gar nicht erreichen kann. Zumindest ist, na gut, 250, dann ist aber auch schon wirklich, war vielleicht schon Rennwagen unterm Hintern, aber im Normalfall erreicht man die Geschwindigkeit nicht mit dem Auto. Und hier mit dem Zug, das ist ja ein Gewicht, eine Geschwindigkeit, die man hier zum Stehen bringen muss. Und wenn sich dann einer auf die Gleise befindet, Kinder oder sonst wer, keine Chance, keine Chance. Wenn sich 100 Meter, 200 Meter vor mir einer auf die Gleise stellt, der ist tot. Er ist einfach tot. Man weiß, hört ja gerade selber praktisch, man hört gar nicht, wie leise der Zug hier auch ist und bis man den dann wahrnimmt. Das
es dann praktisch schon zu spät, um da überhaupt noch adäquat zu reagieren. Da vielleicht noch irgendwie wegzuspringen, zur Seite zu springen. Ist kaum mehr möglich. So, wir reden ja aber jetzt nicht über irgendwelche Bahnunfälle, die in der Vergangenheit passiert sind. Muss jetzt, glaube ich, nicht sein. Sondern wir reden hier über dieses schöne Szenario aus dem Hause Fair System Sound Design. Ich kann ja mal kurz in die Außensicht gehen. Also wunderschön, kann man nicht anders sagen. Schönes Spottermotiv, muss man auch sagen, also herrlich. Schön hier an die Seite stellen, natürlich im gebührenden Abstand, ist ja klar. Dann also sollte unter euch Abonnenten ein Spotter sein, Trainspotter, wieder selber einer. Und ihr stellt euch an die Strecke. Bitte, 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 immer in einem gebührenden Abstand, weil auch die Sogwirkung bei der Geschwindigkeit ist so stark. Wenn ihr da zu nah steht, dann werdet ihr so auf die Schiene gezogen und was dann passiert, möchte ich hier nicht aussprechen. Kein Bild der Welt ist es wert, da irgendwie zu Tode zu kommen. So, 140 ist angekündigt. Wollen wir da mal drauf reagieren? Kommt sogar schon und sofort den ganzen Schritt machen. So, wir fahren über Biblis. Da auch eine schöne Diesel-Rangierlok, wunderschön. Ich habe übrigens auf meinem YouTube-Kanal eine schöne Mitfahrt aufgenommen von Düsseldorf Hauptbahnhof bis nach Essen Hauptbahnhof in einem CE4. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das anschauen. Ich habe dann in Essen noch kurz, für, sagen wir mal eine Viertelstunde ungefähr, noch die Fahrt von Essen Hauptbahnhof Richtung Borken
Bahnhof gefilmt, die ich allerdings in Gladbeck zweckel abbrechen musste, aufgrund mangelnden Akkus. Der war da leider, sagen wir mal, sehr leer. 5%. Aufgrund dessen musste ich das dann da abbrechen. Aber wenn ihr Bock habt, schaut euch das doch gerne mal an. Unter anderem habe ich da auch zwei Videos von meinem Tag in Köln, wo ich Züge gespottet habe. Dürfen übrigens wieder aufschalten. Also, wenn ihr Bock habt, schaut euch das gerne an, zu finden auf meinem YouTube-Kanal. Da wieder eine schöne 425. Auch vom Sound her wunderschön, muss ich ehrlich sagen. So, wir fahren jetzt unseren letzten 20 Kilometern entgegen. Ja, mein Knackstuhl. So, ich glaube, es wird mal Zeit für ein bisschen mehr Licht. So. So, 30 Kilometer noch.
einsteigen. So, jetzt kommen wir schon in den Mannheimer Raum rein. Mannheim, Waldhof. Fahren wir gleich durch. Das ist aber auch schwer. So, 120. Und dann gleich 160. Beziehungsweise 100 und dann 60, so damit ihr mal mich auch richtig versteht. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. In Mannheim Hauptbahnhof haben Sie Anschluss zum Intercity Express 615 nach München Hauptbahnhof, über Stuttgart Hauptbahnhof, Ulm Hauptbahnhof, Augsburg Hauptbahnhof und München Basing. Planmäßige Abfahrt 21:31 aus Gleis 5. Zur S1 nach Hamburg-Saar Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt 21:37 aus Gleis 1. Zur S3 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Mannheim Arena Mainmarkt, planmäßige Abfahrt 21:37 aus Gleis 8. Zur S2 nach Moosbach-Neckarelz. Planmäßige Abfahrt 21:37 aus Gleis 8. Sehr geehrte Fahrgäste, wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen. Hoffen Sie hatten eine angenehme Fahrt gehabt. Bitte vergewissern Sie beim Aussteigen, dass Sie nichts vergessen haben. Sehr geehrte Fahrgäste, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we arrive at my main station. Thank you for choosing Deutsche Bahn. Take care, good night. Ja, den kann ich mich nur anschließen. Denn unsere Fahrt endet ja natürlich noch lange nicht. Wohl aber dieses Video. Denn wie gesagt, das ist der erste Teil
des Zweiteiler-Pakets aus dem Hause Fair System Sound Design. ICE 377. So, wir werden mal vorsichtshalber 50 abbremsen, weil ja. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, soviel zum Thema 50. Ich habe es euch gesagt. So, und wir haben Einfahrt in den Mannheimer Hauptbahnhof. Und das auch noch recht pünktlich, wie ich feststelle. Da steht noch schön ein IC1 wartet auf Abfahrt und ein ICE2. Oder ist das ein Einer? Keine Bugklappe, das ist ein Einer. Das ist gut. So, damit endet unser Video für heute. Oder für dieses Mal. So, dies war der erste Teil des Zweierpakets von Fair System Sound Design. Wie gesagt, ihr findet dieses Szenario bei Fair System. Das Ganze nennt sich ICE 377 nach Basel. Und ja,
Wir sehen uns wieder beim zweiten Teil. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr immer gar nichts. Wir werden jetzt noch warten, bis unser Zug Ausfahrt hat. Beziehungsweise die Ausfahrt haben wir dann im zweiten Teil in Mannheim. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ihr könnt jetzt hier noch ein kleines schönes Screenshot machen. So, da lest ihr es, da steht es auch nochmal, ICE 377 nach Basel SBB von Fairsystem Sound Design. So, das Szenario ist abgeschlossen, Fortsetzung mit Teil 2. Ja, diesen Teil 2 werde ich dann in einem anderen Video präsentieren. Ich hoffe, das kann ich morgen machen, kann es aber noch nicht genau sagen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts wieder verpasst, was ich so für neue Videos hochlade. Und ja, passt auf euch auf.